Okay. Okay, ist überhaupt nicht schlimm, ne? Also ich bin ja... ist überhaupt nicht schlimm. Getting over it with Bennett Foddy. Oder wie es auf Russisch heißt... Roman spricht nicht nur fließend Russisch, sondern auch Mundharmonika. Wie heißt denn wirklich auf Russisch, Roman? Sag doch mal. Auf Russisch heißt es Getting over it with Bennett Foddy. Und da heute Roman dran ist mit Verzweifeln, haben wir das ganze Spiel auf Russisch umgestellt. Roman, du hast ja gesagt, du wirst, wenn du dran, oder du würdest, wenn du dran wärst, das ja ganz, ganz, ganz locker vom Hocker durchspielen. Und heute bin ich dran mit Moderieren. Romas Spiel wird hier übertragen. Das Wichtige ist halt, dass ich vorab sage, dass ich das Spiel noch nie in meinem ganzen Leben gespielt habe. Du hattest gerade ungefähr 40 Minuten Zeit, das Spiel zu üben. Ich war im Bad 50 Mal, dann haben wir noch was zu trinken geholt und immer, wenn ich hergeschaut habe, bist du schon wieder wild am russischen Maximalschlag gewesen. Also, ich finde es halt schade, dass du sowas den Zuschauern erzählst. Das stimmt halt nicht, weißt du? Ich habe es gesehen. Ich habe auch einen magischen Hasen in meinem Zimmer heute gesehen und das heißt ja nicht, dass er wirklich da war. Was die wenigsten auch wissen, ist, dass Roma sich, weil er heute zum ersten Mal selbst wirklich zu sehen ist beim Spielen, beziehungsweise sein Gameplay, sich wahnsinnig viel Acid reingeschoben hat. Ja. Um Zen zu sein. So, möchtest du bitte starten? Ich weiß nicht, welcher der Startknopf ist. Correct. Wir haben diesmal den Moderator ausgeschaltet, weil es gibt auch wenig Sinn. Das hat beim letzten Mal schon wenig Sinn gegeben. Thomas, zeig mal. Genau. Thomas, alles richtig gemacht? Ja, jetzt zeig mal hier die Technik. Man sieht hier schon den sogenannten Maximalrussen. Dann gibt es den Schwungrussen und den Stoßrussen. Ich habe den Schwungrussen gerade gemacht. Ich wollte nur kurz den Schwungrussen demonstrieren. Jetzt mach einfach mal. Mach einfach, wie du willst, Thomas. Es steht dir frei, alles zu tun, was du willst. Ja, bestimmt. Echt? Genau, mach mal das, was du willst. Kannst du es bitte unten sagen? Was steht da unten? Nein, ich kann nicht so gut Russisch lesen. Kann ich jetzt bitte mit dem Spiel weitermachen? Ja, du darfst jetzt bitte anfangen und konzentriere dich, denn ich führe dich durch dieses Spiel. Wie wird es jetzt mit dir aussehen? Wir wissen es noch nicht. Bisher machst du dich sehr, sehr gut. Du hast eine gute Technik. Hier den russischen Baumfäller. Ja. Du kannst den Baum auch mit genügend Technik fällen. Übrigens, Roma hat wieder seine Mundharmonika dabei, was in dem Fall überhaupt keinen Sinn macht. Das ist die Mundharmonika der Trauer. Könntest du bitte jetzt aufs Spiel konzentrieren und einfach Was denkst du denn, was ich die ganze Zeit mache? An diesem Baum vorbei sollst du, komm. Super, einfach an dem Baum vorbei. Gut, gut. Wo? Oh. Ja, was ist denn da los, Roma? Ah, nee, ja. Aber ich muss sagen, ich darf jetzt nicht sarkastisch sein. Ich werde jetzt erstmal der fürsorgliche Trainer sein, der... Hast du schon was fallen lassen? Was genau machst du eigentlich gerade? Ja, siehst du, ich wusste es nämlich. Ich weiß nämlich, dass der Roma schon ein bisschen geübt hat. Das kann er mir nicht erzählen. Und wenn es bloß die letzten 40 Minuten waren. Ich hab's nicht geübt. Ich bin mir sicher, dass du... Schade. Ich hätte es fast gefeiert. Aber da unten steht dann nirgo stot, das dravuti svinja. Prostata elch. Was brauchst du mehr im Leben? Bani, ich möchte bitte, dass du jede russische Einblendung übersetzt. Jede. Du bist mir gerade ein bisschen zu gut, Roma. Es sieht so aus, als hättest du geübt. Stöhnst du gerade schwer, weil du masturbierst oder weil du im Spiel? Ich habe gerade eigentlich... Irgendwie habe ich mich auf das konzentriert, was wir jetzt gelabert haben. Habe ich halt null auf das Spiel konzentriert und kam dann irgendwie voran. Das ist nicht so gut. Also hören wir auf zu labern. Also man sieht hier, Roma ist ähnlich wie auch beim Beischlaf sehr ungestüm. Aber auch... Haut ordentlich drauf. Manchmal weiß er nicht mehr, wo er steckt. Und dann ist er wieder doch am Anfang. Du bist einer, der gibt sehr viel. Und wenn er dann merkt, binnen Sekunden, dass er... dafür viel tun müsste, dann gibst du sehr viel, um damit aufzuhören. Ja, und was anderes zu machen. Gute Technik, Roma, muss ich dir sagen. Bei mir gibt es natürlich kein Grab the Ledge oder Ledge to Grab. Oh, das finde ich aber... Ja, du hast ja russische Spezialsachen. Also du hast zum Beispiel den russischen Hammerwerfer. Du hast den russischen Hammerwerfer. Den Zangief Special. Dann hast du den überbackenen Borsch. Oh, überbackenen Borsch. Ich finde es gut. Den 360 Putin. Putin dürfen wir nicht, weil sobald das Video hier irgendwas Russisches mit sich hat, dann wird sich das auch Putin anschauen. Das ist das Problem. Und auch diejenigen, die von euch kommentieren, die werden dann von Putin gelesen. Also tut mir einen Gefallen und schreibt Hallo Putin. Lacht, dann wackelt er immer rum, dann heißt er Wackelputin. Hallo Wackelputin. Das ist das? Also gar nicht mal von Barney nochmal hier ein bisschen Lob kriegen? Also ich wollte politische Sachen vermeiden, aber Wackelputin geht voll klar. Kannst du dir jetzt mal ein bisschen Mühe geben, weil gerade täuscht du mich maßlos, um ehrlich zu sein. Du hast übrigens noch Zeit, ne? Also viel Spaß, wenn du ein bisschen höher kommst und dann raged. Ich rage nicht. Ich bin ein sehr ruhiger Mann. Man muss aber dazu sagen, also Roma raged tatsächlich nicht laut, so wie ich. Sondern er sagt dann gar nichts, geht aus dem Spiel raus und sagt, nee, ich mag nicht mehr. Da wird auch nicht diskutiert. Er wird auch nicht sauer. Also nicht auf uns. Aber er mag halt einfach nicht mehr. Der Roma ist nämlich so einer, der hat 100% seit der Erstellung der Folge jede Nacht geübt. Stunden. Ja, das sieht man hier gerade. Und wenn wir jetzt dann, die Folge dauert ja, wie gesagt, so in der Aufnahme grob, sind immer 45 Minuten. Ja, ich hab's gesehen. Ich sag ja. Und dann, so in der letzten Minute, machst du einen Speedrun. Oh ja, mach den kyrillischen Stift. Warte. Der malt schon. Ja, komm, jetzt mach. Du musst mal dazu sagen, ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Du hast mir das nur erspäht beigebracht.
Hier, das ist der Suppressed Castleman. Das ja, ist ich der. Weiß, aber der heißt ja bei dir anders, oder? Heißt ich der bei dir nicht. Der unterdrückte Kommunist? Du musst mir sagen, wie der bei mir heißt. Roma. Och, Het. Erdstörtschrober. Wir aber keine Ahnung. Das war wunderschön. Danke. Ich habe übrigens auch was mitgebracht, das zeige ich dir aber später. Ich wollte die Folge ein bisschen besonders gestalten für dich. Jetzt konzentriere ich mal ein bisschen. Wenn du wüsstest, ne? Wenn du wüsstest. Alter, hast du gerade den Kaffeebecher runtergehauen? Sexy Hiking steht hier. Oh ja, genau. Gut, gut. Schweißtreibend, aber gut. Sei der Kessel. Und der Hammer. Schau mich nicht so an, Roma. Schau mich nicht so verrückt an. Wie der dich angeguckt? Ich habe ein bisschen Angst bekommen. Das war Breaking the Fourth Wall, Mann. Jetzt mach den Maximal-Putin. Roma. Alter. Ganz wichtig, jetzt sehr viel schlenkern und wild sein. Gut, gut. Ja, du hast es. Gut, fast. Ja, ein bisschen. Roma, Schnappatmung vermeiden. Du weißt, du bist nicht mehr der Jüngste. Gut, gut. Kopf angehauen. Immer gut. Hol dir die Intelligenzpunkte. Plus 5. Nochmal drunter. Gut, mach den Sprunghaften. Okay. Okay, ist überhaupt nicht schlimm, ne? Also ich bin ja... ist überhaupt nicht schlimm. Aber was ist das für ein Gefühl so? Es ist so, als hätte ich wieder eine alte Schulzeit. In der du damals jeden Tag in einem Kessel und einem Hammer zur Schule musstest über den Berg? Klassische Sowjetunion. Ja, also ich sag dir, Mütterchen in Russland war gut zu Roma. Roma, jetzt bist du wieder am Anfang. Das, ist ja nicht schlimm. Das macht voll Spaß zum Zusehen. Okay, dann musst du lassen, der war sehr gut. Du machst jetzt, also pass auf, du konzentrierst dich jetzt. Du machst jetzt entweder den maximal Russen oder den schwunghaften Putin. Nee, jetzt hast du den gefallenen Kommunisten gemacht. Den gefallenen Kommunisten. Den Gulag-Kommunisten habe ich gemacht. Ich war schon die Gulasch-Kommunisten. Ist das gleiche. Ja, im Gulag gibt's viel Gulasch, sagt man ja bekanntlich. Ja, gleich jeder weiß, dass der im Gulag war. Wer die zahlreichen Tolstoi- und Dostojewski-Anspielungen erkennt, die nicht mal beabsichtigt sind, der gewinnt ein Paddel. Kann er sich abholen bei Roma. Doch, Romas Paddelshop, den müssen wir jetzt immer bewerben. Romas Paddelshop, kann Barney da mal ein gutes Bild davon einblenden. www.romaspaddelshop.de. Oh nein, Roma. Ich bin runtergeflogen. Aber wie gesagt, die Wut kannst du... nutzen, um wie ein Flipper in eine Flipperkugel hinher zu flippern. Wusstest du, dass Flipper, also der Delfin, ja aus mehreren Flipperkugeln bestand? Das hat mir meine Mutter damals zum Einschlafen erzählt. Deswegen weiß ich sowas. Das war ich übrigens. Das ist allgemeine Information. Wo ist der Unterschied? Das war ich mit der Perücke deiner Mutter. Schon wieder. Ich hab dann ja, toll Druck. Ja, toll. Nein, das sagt meine Mutter nie. Nee, eben. Nur ich. Guck mal, was ist denn jetzt da los? Kannst du dich mal ein bisschen konzentrieren? Besser als jeder Bursch. Was hat denn das jetzt mit Burschen zu tun? Der nicht mal. Bist du etwa in einer Burschenschaft? Warum bist du so leicht reizbar? Warum bist du so leicht, von einem Naturburschen zu überwältigen? Was? Ich hab keine Ahnung. Erzählst du die Geschichte, in der ich von einem Naturburschen überwältigt wurde? Beim Waldlauf? Die wenigsten wissen ja, dass Roma eigentlich heimlich nach Nougat gräbt. Nougat, ein sehr rares Gut in der Sowjetunion. Ich weiß nicht mal, was Nougat ist. Ja, so rar ist es. Roma, siehst du, die Wut, die macht dich stark. Der Gedanke an Nougat. Da oben wartet nämlich ein Nougatberg auf dich. Nein. Doch, ja. Mein Nougat. Nein! Ich hab was für dich, Roma. Was soll denn das? Ich hab nichts gefunden. Es hatte mein kleiner Neffe noch unten. Den hab ich K.O. schlagen müssen, dass ich das bekomme. Und immer wenn du verlierst, kommt die Sirene der Warnung, damit du auch weißt, dass jederzeit die Russen kommen können, um dich mitzunehmen. Das ist diese KGB-Alarmglocke. Das war das KGB. Komm, jetzt konzentrier dich. Jetzt mach hier mal einen Speedrun. Ich möchte dich da sehen. Was denn? Hey, ich habe das Spiel gestartet, ne? Mhm. Hab das Spiel angefangen, dann haben wir die Aufnahme gestartet und du hast gesagt, ja, jetzt mach mal. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich das Ding halt innerhalb von 2 Minuten durchgeschafft. Da hast du gesagt, ja, das können wir nicht als Video verwenden. Du musst halt so tun, als könntest du das nicht spielen. Und ich habe gesagt, ja, okay, gut, wenn das so ist, so, dann machen wir das natürlich, ne? Das ist so hart, wenn man gleichzeitig sieht, was du gerade machst, ne? Ich Schauspielerei, okay? Ich weiß, und du machst es sehr gut. Vielen Dank. Genauso war es halt. Ich kann es nicht leugnen. Ja, Roma ist ja, wenn ihr in die besten Listen von Getting Over It with Bennett 4D guckt, die Speedrun-Listen, seht ihr ganz oft unter den ersten 3 Plätzen Crazy Russian Perezhogin Guy. Das stimmt. Loves Akio 88. Warum 88? Das verwirrt mich. Ich habe keine Ahnung. 666, für 666 war kein Platz mehr. Haben wir Akio in Köln vergessen? Das kann gut sein. Scheiße. Ich habe seitdem nichts mehr gehört. Außer die zahlreichen Nachrichten. Wann holt ihr mich aus Köln ab, Freunde? Er irrt in Köln rum.
Oh, Doma, kurzer Wutanfall? Nein, ich habe nur kurz gehustet. Du bist schon im Delirium. Was machst du jetzt? Du bist eh schon fast am Ende des Spiels. Langsam, Doma, komm. Jetzt langsam, komm. Shit. Ja, komm. Erstmal. Nein. Vorsicht. Und jetzt nochmal mit Schwung. Hopp. Das war ein bisschen stoßig. Da war Schwung dabei. Wupsi-Dödel. Doma, also jetzt gilt's. Du hast nämlich tatsächlich nur noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit. Und wir mussten mindestens den Punkt erreichen, den ich auch erreicht habe. Denn sonst weiß ich nicht, wie ich das mit unserer Freundschaft auch vor anderen noch vertreten kann. Auch vor den Zuschauern. Was haben denn die Zuschauer jetzt damit zu tun? Als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, es geht nichts an, was wir beide machen. Weil niemanden was an. Doma, Dinge ändern sich und du weißt das. Ja, Dinge haben sich geändert, als du gesagt hast, Akio soll mit einsteigen. Aber das war auch die Grenze. Ich habe gesagt, Akio soll mit einsteigen. Und ich habe den Satz nicht beendet. Ich wollte eigentlich sagen, reden. Und das ist mir oft, wenn Einstein ist tot. Kann es sein, Doma, wenn wir jetzt gerade so uns auch die existenziellen Fragen stellen, dass Akio die ganze Gruppe zerstört hat? Klar. Muss eigentlich Akio. Ein bisschen ja, gut, Roma. Sehr gut. Bleib cool, Roma. Nein, Roma. Alter, wieder Zen ist der Typ. Ich wusste es. Sehr gut, Roma. Jetzt bin ich gespannt. Nein, alles gut. Langsam. Jetzt, kurze Pause. Denk an Borsch und Dorsch. Du kannst auch oben rechts den Müll erst wegbringen. Nein, Borscht. Denk an deine Feinde, David Hasselhoff und die Scorpions. Gut, das machst du. Genau, das war die richtige Taktik. Nein! Gute Sache. Denk an die Vernichter Ostdeutschlands. Was? Der ist noch da? Die Scorpions und David Hasselhoff? Wind of Change? So. Langsam, du machst das. Du machst es. Ganz ruhig. Genau, und jetzt drüber hämmern. Nee, ja, wie ein guten Porno. Alter, tu was, ich kann nichts machen. Na, alles gut, du musst es jetzt. Ich kann dir da tatsächlich jetzt gar nicht mehr helfen. Du bist jetzt fast auf dich allein gestellt. Hör einfach auf meine Stimme, okay? Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr Hegre. Du machst das jetzt, komm. Sei besser als ich es jemals sein konnte. Sei der neue Haider. Hast du gerade einen Schlaganfall bekommen bei dem Gedanken, nicht zu sein? Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie runtergefallen. Und ich hab schon mehr. Nein. Oh, das KGB klopft schon an der Pforte. Nein! Also, sie sind vorbeigefahren. Alles gut, du hast noch eine Chance. Ich muss mich erstmal beruhigen. Schnell hier in der Ecke noch kurz die Mundharmonika auspacken. So, pass auf. Also, du sei der Russe, von dem ich jede Nacht träume, dass du es sein könntest. Wow, ich bin dir also nicht gut genug? Du bist ein guter Roma. Aber du bist momentan nicht das russische Kesselkind, von dem ich dachte, dass du es sein könntest. Von dem erzählt wurde. Ja, Roma, jetzt komm. Jetzt gib mal Gas, komm. Du hast noch 5 Minuten. Das kannst du noch. Das ist ein Neustart. Sieh es als Neustart, Roma. Wir kriegen das hin. Nutz all die Wut, die in dir steckt. All die Zeiten, in denen Akio irgendwas gesagt hat, dass du nicht verstanden hast. Nein, du machst es mal. Ich darf nicht Akio sagen. Blicko Billy! Oh Gott. Du hast noch 3 Minuten, du machst das jetzt. Komm. Roma, mach es. Bist du gerade rausgetappt? Ja. Komm, Roma, wirklich, tu es. 2,5 Minuten, 3 Minuten, du machst es jetzt. Tu es für mich, tu es für Akio, tu es für all die Zuschauer da draußen, Akio, die jetzt an dich glauben. Akio. Vielleicht doch nicht so viel an Akio denken. Akio ist weg, Mann. Genauso hat Akio ausgesehen, als wir ihn so letztes Mal gesehen haben. Hat auch so gezittert und gesagt, hilf mir. Und dann sind wir weitergefahren. Also wir standen da beim Auto auf ihm drauf. Ich gebe auf. Ne? Nein, du machst es jetzt. Komm, du hast jetzt 2 Minuten und ich will, dass es jetzt noch... vorbei mit diesem abgefuckten Scheißspiel. Jetzt mach's noch einmal, komm. Nein! Ja, so. Das ist dann jetzt vorbei. Oh. KGB ist da. Die parken hier. Also ich muss zugeben, ich war. Ich hatte eine gute Taktik. In der Theorie? Ja, du dann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also das Spiel ist ein wunderbares und herrliches Spiel, was äußerst viel Spaß macht. Wenn ihr Lust habt, dass wir das nochmal spielen, und zwar beim nächsten Mal natürlich der Flo, dann schreibt mal bitte Flicko Billy in die Kommentare. Das wäre super. Tatsächlich bin ich so weit, dass ich sage, ich würde es mal wieder spielen. Oh. Das ist ein schönes Abschlusswort. Also ihr wisst, Flicko Billy in die Kommentare, wenn ich es auch nochmal spielen soll. Und vielleicht können wir auch Akku dazu bewegen, dass er spielt, wenn er wieder auftaucht.
Weil ich glaube, das wird tatsächlich, das wird nicht mehr Wut, ich glaube, das wird eine unfassbare Diskussion über sein innerstes Selbst. Das wird so eine richtige Reise in Akio hinein. Das wäre so geil. Also nicht mehr gedanklich. Zarter Russe, es war mir ein Fest. Spiel mich raus, aber nur einmal. Ich spiel dich hier raus, aber ich spiele dich doch nicht normalerweise raus in einem Video. Ich spiele dich ja normalerweise in einem Stream. Auf twitch.tv. Gut, dann machen wir jetzt einfach, wir winken einfach, okay? Du auch. Okay. Ciao! Was ich dir nie gesagt habe, du stinkst und ich mag dich nicht. Nee, warte, das war das andere.